So, ja, da sind herzlich sie wieder. Herzlich willkommen, Talk and Chop ist wieder da. Grüß Gott, grüß euch. Kann ich euch grüß Gott. Ja. Ja. Ich bin schon wieder weg, ich weiß, ich habe hier meinen Strich. Ja, also ihr müsst wissen, wir haben uns hier extra tatsächlich Striche auf den Tresen gemacht, um festzuhalten, wo wir stehen müssen, wenn wir Leute auf dem Bildschirm haben. Und natürlich halten wir uns nicht daran. Und Nein. Ich als Schreiner denke mir immer, wer klebt denn da so Zeug auf das schöne Holz? Ja. Nee. Wie geht's euch? Gut, alles klar. Bestens. Sehr schön. Spannend, das zeigen wir gleich. Genau. Ja. Für alle, die vielleicht in der letzten Folge nicht zugeschaut haben, sag mal, erklärt mal ganz kurz, ein, zwei Sätze nur, was genau macht denn Talkin' Job? Ja, genau, das war ein bisschen unglücklich. Wir haben uns ja vorgenommen, eigentlich keine Werbung zu machen, aber dann wusste auch keiner, was wir machen. Das ist nicht so gut. Richtig, drum brauchen wir es. Also, wir sind sprachgesteuerte Chatbewerbungen über Handy. Heißt, kann ich auch direkt da zeigen, Kandidat, wie es gehört, sieht irgendwo einen Link. Entweder auf dem Social-Media-Profil oder auf dem Stellenanzeige oder als QR-Code. Klickt drauf, ist sofort im Chat. Der Chat fängt dann an zu sprechen, also stellt verbal die Fragen und genauso kann er dann verbal die Antworten einsprechen. Das Ganze geht dann im Dialog. Wir haben das auf Blue Collar und Young Professionals erstmal als Zielgruppe genommen. Dauert circa 2 Minuten und die strukturierten Daten kommen dann beim Unternehmen an. Also cool. Super einfach, aber auch super gut. Ja, sehr gut erklärt. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Aufwärmen, bevor wir den Film sehen, für alle auch nochmal. Also wir haben immer einen kleinen vorbereiteten Film, den wir uns angucken können, um zu gucken, wie hat sich das Startup, also Talk and Job, entwickelt? Was gab es so für Themen in den letzten Wochen? Aber jetzt nochmal die Frage zum Aufwärmen, Talk and Job, also zu dem, was du gerade erklärt hast, da kommt einem ja sofort in den Sinn gesprungen das Thema Social Audio oder Audio generell. Ne? Also Audio als Kanal, als Medium. Und das wurde ja jetzt gerade so leicht gehypt mit Clubhouse und den ganzen Netzwerken, die auf den Markt strömten. Habt ihr von diesem Hype etwas abbekommen? Haben die Unternehmen gesagt, Mensch, Social Audio wird, also es haben ja quasi alle über Clubhouse gesprochen, haben die da auch den Link hingekriegt, dass Talk and Job ja auch ein Audiokanal ist? Also bringt's was? Ja, der Link ist, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Also prinzipiell erstmal zu Audio, das war unsere Grundidee, das ist unsere Vision, dass sich das durchsetzt. Ist es ein Medium, das ist für uns viel natürlicher als Schrift. Das ist das, was sich auch bei allen Unternehmen sofort durchsetzt, wo sie uns recht geben, wo sie uns folgen können. Social Audio, ich meine jetzt mit Clubhouse, ich war jetzt so weit, dass ich es dann auch wieder abgestellt habe, weil es wurde dann doch am Ende ein bisschen viel und ich mich immer gefragt habe, wann die Leute noch arbeiten. Das stimmt. Das waren dann wahrscheinlich die, die wir auch am Telefon nicht erreicht haben. Aber am Ende des Tages, Sprache setzt sich immer mehr durch. Was wir merken, ist, dass sich die Leute tatsächlich etwas mehr mit dem Thema insgesamt auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, unabhängig von Clubhouse oder Ähnlichem. Ja, spannend. Denke ich. Also denke ich tatsächlich auch. Das ist ein Megatrend. Also ich glaube, das kann man schon sagen. Sprache, Voice an sich ist ein Megatrend, weil wir mittlerweile technologisch in der Lage sind, damit zu arbeiten, zu agieren und das auch in unsere Prozesse mit einzubinden. Ein paar Sachen davon werden wir jetzt gleich im Video sehen, richtig? Ja. Sehr schön. Daher sage ich jetzt mal, Film ab und vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und wir genießen jetzt die Einblicke in euer Startup-Leben. Vom letzten Monat. Bis dann. Ciao. 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 Macht's gut. Hallo. Und danke, dass ihr euch wieder dafür interessiert, wie es seit der letzten Veranstaltung weitergegangen ist. Wie immer, mein Name ist Markus Krampe. Ich bin der Philipp Mommsen. Und wie immer geben wir euch erst einen Abriss über unsere Unternehmensentwicklung und steigen dann etwas tiefer in ein relevantes aktuelles Thema ein. Und Überraschung, heute ist es Corona als Chance. Aber erst einmal zu den nüchternen Fakten. Unser Team ist weiter gewachsen. Dazu gestoßen ist unsere neue Vertriebschefin Caroline Domdey und 2 Kolleginnen in der Lead Generation. Dann haben wir die Integration in German Personal zum Ende des Monats und in SuccessFactors über den Implementierungsanbieter TTS.
Schön war auch der Anruf von der Firma Wirth, die über einen anderen Kunden zu uns gekommen ist und bis zum Ende des Monats beginnen möchte. Ja, und angekündigt hatten wir für heute eigentlich voll Enthusiasmus unsere große Marketingaktion End of Corona Party, auf die wir jetzt wirklich seit Monaten schon hingearbeitet haben. Aber... Jetzt hatten wir zwei Möglichkeiten. Einmal den Kopf hängen lassen und Trübsal blasen oder schauen, was wir bereits haben oder vorziehen könnten und wie man damit trotzdem die Zeit nutzen kann. Nur eben anders als gedacht. Also wie immer im Startup. So haben wir es dann auch gemacht. Im Einzelnen war es, wir haben jetzt erst einmal einen coolen neuen Avatar fertiggestellt. Sieht man ja. Dann haben wir die Mehrsprachigkeit gelauncht, eine Option für nicht deutschsprachige Bewerber. Diese können sich jetzt in ihrer Heimatsprache bewerben und der Text kommt trotzdem auf Deutsch beim Recruiter an. Hola, soy Neo. Nos alegra que quieras trabajar para nosotros en Almacén. Bonjour, je suis Neo. Ravi que tu souhaites postuler chez nous dans le domaine du stockage. Um das Feature ein bisschen zu pushen, haben wir uns damit unter der Headline Diversity beim Quab Innovations Award angemeldet. Das ist der Bundesverband der Employer Brander. So, und dann hatten wir die nicht ganz so günstige Kampagne und auch die Planung mit Serviceplan. Nur leider wurde unserer Zielgruppe jetzt der Markt wieder abgeschlossen. Genau das Gegenteil ist nun aber in den USA und in UK passiert. Da geht's gerade auf. Also, was heißt das für uns? Attacke. Wir sind ja nicht umsonst im Online-Business. Außerdem haben wir alles, was dafür jetzt braucht, was wir vernünftig vorgearbeitet haben. Wir haben einen fertigen Online-Shop, eine international einsetzbare Kampagne und wir haben Kontakte. Und bevor wir offensichtliche Chancen verstreichen lassen und nichts machen, versuchen wir mal lieber unser Glück. So, nach einer kurzen Machbarkeitsstudie, wobei es hauptsächlich darum geht, was man nicht macht, und einer Auswahl der Teststädte sowie New York und Los Angeles, sind wir gerade dabei, die klassischen Online-Marketing-Tools aufzusetzen und Amazon und eBay vorzubereiten, einfach um einen breiteren Aufschlag zu bekommen. Ziel für den Start ist dann Anfang April. Wir haben keinen Bock mehr auf Corona. Wir brauchen alle wieder gute Nachrichten. Also machen wir sie einfach selber. Bis zum nächsten Monat. Ja, sind gespannt, was dann kommt.